ihr fühlt euch vor dem Abflug? Hervorragend. Hervorragend. Ja, geht schon. Seid ihr nervös schon? Jawohl. Ja. Muss man sagen, die ganze Gemeindevertretung, die Hoheiten von Botenstein und von Berndorf. Startbereit? Jawohl. Beim Hubschrauberrundflug. Okay. Mit Hubefleisch, stimmt das? Genau, ja. Ja. Und da haben wir den Markus Hönigsberger. So. Gut. Der Pilot ihres Vertrauens. Die setzen wir auf. Genau, setzen wir dann auf nach dem Start und dann können wir sie untereinander verstehen. Jetzt gleich aufsetzen. Mikrofon, nein. Aber da habt ihr einen total erfahrenen Piloten. Und Anweisungen gibt dann auch noch der Markus Lessheim. Der fliegt mit. Les Hubi, ja. Ich hab Angst. So. Hast du Angst? Ja, ich hab Angst. Ja, davor darfst du mitfliegen. So. Ach so, der Pilot ist recht. Eva schaut auch nicht recht, ich krieg drei. Gut, mit anderen Dingen. Da haben wir in Altgastronom reine Wok. Reine. Was willst du noch alles? Du darfst da jetzt mitfliegen, habe ich gehört. Ja. Ja. Und bist schon nervös? Ja. Oh, so als alter Pilot kann ich nicht nervös sein. So warst du den Zweiten Weltkrieg schon eingesetzt, nicht? Aber jetzt ist es Zeit, dass du aufhörst. Gibst du dem Pilot dann, dem Markus in Hönigsberger, Anweisungen? Na, freilich, ich muss ja schon. Ja, bei deiner Erfahrung, nicht? Danke für das Gespräch. Bitte sehr. Und gut Flug. Ja, Didi. Gut Flug. Lessheim ist auch wieder zurück. Hab's überlebt. Hast du es überlebt? Super gewesen. War genial. Absolut spitzenmäßig. Kann man jedem nur empfehlen. Mit der Führungsspitze von Berndorf und Botenstein? Das war natürlich das i-Tüpfelchen. Nein, ja, Katastrophen gewesen. Ja, genau. Wenn da eine Katastrophe gewesen war. Jeder, der sich vom Fliegen im Flugzeug fürchtet, der sollte das probieren. Das ist spitzenmäßig. Nein, ist eine tolle Geschichte. Ja, ist absolut beeindruckend. Fahrt. Ja, ich habe schon gehört. Geordnet.